Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich spiele mal heute wieder Jurassic World Evolution. So, das Gehege ist noch leer. Ich kriege irgendwie keine Fossilien für den Ankylosaurus. Der ist, glaube ich, zurzeit bei 60%. Oder? Das war er nicht. Das war er doch, 66. Ich habe jetzt gerade nochmal einmal losgeschickt. Wenn das jetzt nichts wird, dann ist egal, dann kommt er trotzdem. Wir haben ja die Mission, ich will langsam von dieser Insel runter. Wir haben jetzt auch mittlerweile die Hochbahn. Aber ich habe hier schon... Ich weiß nicht, ob man jetzt... Man kann, glaube ich, die da nicht dran anschließen. Und man müsste ja am besten so ein, zwei Stationen dran bauen. Und ich finde, das passt nicht. Das Ding ist riesig, aber ich habe schon überall alles verplant. Das nächste, was ich hinstellen könnte, sogar... Ja, hier vielleicht. Wenn ich das Gebäude vielleicht nochmal wegreiße, könnte ich es hier locker hinstellen. Nee, nochmal her damit. Ich weiß bloß nicht, ob ich das hier irgendwie anbauen kann. Das sieht nämlich nicht so aus. Und da geht's los. Das heißt, da hätte man eigentlich schon hier irgendwie, ja, anfangen müssen, das zu bauen. Das habe ich nicht und ich möchte meinen Park jetzt deswegen nicht umbauen. Ich mache das einfach auf der nächsten Insel. Ich habe gesehen, wir brauchen quasi... Durch sie ist die Unterhaltungsabteilung das Kronjuwel dieser gesamten Einrichtung geworden. Wir müssen halt quasi nur halt 3 Sterne haben, wenn ich das richtig verstehe. Und dann schalten wir schon die nächste Insel frei. Ja, was war noch? Ja, wir haben hier unsere Aufträge zwar nicht erfüllt, aber habe auch, glaube ich, keinen Platz dafür. Ich hätte gerne mal Wissenschaft, ne? Das ist ja, hier Wissenschaft haben wir null. Ja, hier haben wir auch schon... Die fehlen nämlich genau die beiden Punkte. Und hier im Ruf müssen wir auch noch vielleicht machen. Aber ich würde am liebsten, wie gesagt, die Hochbahn baue ich am liebsten halt auf der neuen Insel. Wie immer die aussehen mag. Ankylosaurus, ja, extrahieren. Fake Rex, ja, komm. So, nebenbei haben wir noch die Mission. Ja, eine hatte ich geschafft. Ich habe schon vergessen, was das war. Aber jetzt habe ich die Mission, einen Dinosaurier beim Futtern fotografieren. Und ich sehe gerade Triceratops oder wer auch futtert gerade. Dann gucken wir doch mal, ob wir den vielleicht fotografiert bekommen. Nicht wegen dem Geld, sondern einfach nur, damit wir es haben. Gut ist. So. Tada! Ja, ist jetzt. Cooles Foto! Wenn du meinst. Das klang ehrlich. Es hätte zumindest so klingen sollen. Mission geschafft, weil jetzt haben wir wieder eins frei für eine andere Mission. Okay, lassen Sie sich das jetzt nicht zu Kopf steigen. Aber das war beeindruckende Arbeit bei diesem Auftrag. Isaac, du bist ein Schleimer. Rufbelohnung! Styracosaurus, was? Kann freigelassen werden. Ja. Okay. Die wollen wir ja gleich verschachern, ne? Erstmal lass ich mal eins gucken frei. Weil die hatten wir noch gar nicht. Errungenschaft. Wir werden ein Vermögen mit diesem Park verdienen. Na, weiß ich nicht. Ah, Velociraptor guckt. Willi. Und Herbert und Nikita. Ja, fein machst du das. Spucki. So. Jungs. Oh, das hat schon gereicht. Entschuldigung, dass ich mitsinge. So. Falls Sie Herausforderungen mögen. Ich meine, wer tut das nicht? Nun ja, ich. Biosphären kriegen oder erschaffen genau Sie. Das Richtige für Sie. Schaffen Sie Stadion, wie den Tyrannosaurus Rex. Oh. Den Rex. Okay, das nächste Video, sage ich gleich, ist auf der anderen Insel. Ich liebe den Rex. Ich weiß damals noch, als ich jung war, das ist, ich weiß, lange her, da gab es noch Schwarz-Weiß-Fernsehen. Da habe ich den T-Rex das erste Mal im Fernsehen gesehen. Einfach wunderschön. Nee, es war nicht auf VHS-Kassette, war das. Weil den ersten Jurassic Park durfte ich ja nicht ins Kino. Leider, war zu jung. Warte mal. Die kämpfen. Ja, ich bin normalerweise für Dino-Fights, aber nicht, wenn es um eine Mission geht.
Kein Problem. Niedrige Gesundheit. Alter, der macht Herbert platt. Ah, jetzt hat er niedrige Gesundheit. Gut. Nein, wir brüten das nicht aus, ich Idiot. Wir bauen da jetzt einen Schutzzaun drum, dass das nicht nochmal passiert. Oder wir machen es ganz anders. Ja, einer stirbt. Kriegen sie noch betäubt? Verkaufen halt schlechte Ware. Ach komm, lassen wir den auch nochmal raus. Herbert und... Was? Ich konnte es nicht lesen. Ist der tot? Herbert, lass den in Ruhe. Helikopter, warte mal hier. Ich traue Herbert nicht. Den auch einfach mal betäuben. Den auch. Ich betäube jetzt alle. Oh, der legt sich mit irgendwen anders an. Scheiße. Scheiße mit der Scheiße. Ach, jetzt nicht machen sollen. Fuck, ey. Wie krieg ich diese Mission weg? Wo soll der hin, der Dilofo? Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Ja. Gib mal Gas da. Packen wir erstmal in das Gehege. Hä? Zur Abholung des Produkts unterwegs. Aber jetzt ist er weg damit. Bevor die mir verrecken. So, dann haben wir noch hier einen Betäubten. Zusätzliche Mittel können wir immer gebrauchen. So könnten wir sie uns verdienen. Erreichten sie 325.000 pro Minute. Ja, machen wir doch. Was das mit Wissenschaft zu tun hat, weiß ich nicht. Wir müssen konstante Einnahmen generieren, wenn wir uns auf wichtige Dinge konzentrieren wollen. Hier ist ein Auftrag, der uns dabei helfen sollte. Ja, nehmen wir doch. Je mehr Ressourcen wir haben, desto mehr Möglichkeiten bieten sich uns, unser Wissen über diese Tiere auszuweiten. Ja, Claire, danke. Und das ist jetzt Herbert. Produkttransport wird durchgeführt. Ja, den Herbert wollen wir auch nochmal. Weil wir haben ja gelernt, dank Mako war das damals, dass wir ja Dinosaurier... Nein, nicht betäuben. Ich würde eigentlich transportieren. Weil es steht ja... Sabotage im Gange. Sabotage? Im Ernst? Warum sollte irgendjemand die Unterhaltung What? Sabotieren wollen? Naja, was denn wohl? Wahrscheinlich jetzt nichts gegen... Aufgabe erhalten. Irgendwelche Weltverbesserer. Ho, ho, ho. Die uns das... Hippies, die uns das Geschäft kaputt machen. Sabotage gibt's auch noch. Toll. Ja, schicken wir gleich den nächsten los. Produkt zugestellt. Die haben wir schon. Nein, verklickt. Ah... Nicht, dass die mir jetzt verrecken hier. Kein Zugang? Produkt wurde transportiert. Hä? Ist hier kein Zugang? So, ja, es tut mir leid. Ich habe da leider kein Fleisch für euch. Das sollte das Pflanzenfressergehege sein, verdammt. Hier, kriegt ihr mal Fleisch. Was? Zum Namen Dinosaurier? Zum Namen Dinosaurier? So. Warum kriege ich die Mission? Hallo? Verkaufen? Wie kriege ich die? Wie kann ich die verkaufen? Das weiß ich nicht. Datenbank. Ja. Kampf. Wie kann ich die verkaufen? Unter Kontrolle gebracht. Gut, danke. Streift umher. Ja, wie kann ich denn den verkaufen? Das würde mich jetzt mal extrem interessieren. Gehen wir mal auf die Missionen. Achso, können wir noch irgendwas erforschen? Ja, hier, mach mal. Tu mal was nebenbei. Oh, toter Saurier. Gucken wir gleich. Ne, das war die Insel. Gebrauchte Dinosaurier verkaufen. Ja, und wie?
Vielleicht müssen wir sie erstmal hoch. Ey, zwei Dinosaurier gestorben? Wer wo? What? Willi? Und Herbert? Och nö. Nikita und Lisa und Regina haben wir noch, okay. Scheiße. Wann schnell? Ey, wir hätten... Fuck, ey. Fuck, fuck, fuck. Ausbrüten. Ne, hab ich doch. Ausbrüten. Raptor. Hier, heilen. Aufgabe hinzufügen. Kommt auf die Liste. Transport. Ey, jetzt wird's ja langsam stressig hier. Ich hab nämlich vergessen, was ich machen wollte. Wo hast du keinen Zugang? Produkt muss eingesammelt werden. Sammle Produkt ein. Alle Gehege haben Zugänge. Alle bis auf eins. Das fällt mir nämlich gerade auf. Und der Zugang. Der Zugang. Der Zugang. Der Zugang. Der Zugang. Machen wir hier hin. Nee, Straße brauchen wir nicht. So. Ausbrüten fehlgeschlagen. Natürlich. Die Raptoren schlagen fehl. Kosten ja nicht viel. Haben wir das Geld. Raus damit. Immer raus damit. So. Scheiße, ey. Willi ist aber auch vorhin ausgebrochen. Das habt ihr nicht gesehen. Und... ja. Transport hat begonnen. Hat einfach mal so einen Stromausfall genutzt. Den Sound kaputt gemacht. Ja. Was wollte ich jetzt machen? Den habe ich ganz vergessen. Ja, wir wollten die, Velociraptoren verkaufen. Wieso kriegen wir die nicht verkauft? Wo können wir das machen? Also ich weiß es wirklich nicht. Durstig. Ach du Scheiße. Die haben nichts zu ach ja, upsala. Es tut mir leid, Saurier. Es tut mir leid. Achso, Entschuldigung. Nee, doch, warte mal. Mach einfach ein bisschen Bäume weg hier. Ach, haben wir. Okay, haben wir. So, dann gibt es da wieder ein paar Bäume hin. So. Jetzt musst du nur was trinken, Süßer. Durstig. Du kannst da immer noch was trinken gehen. Aber wie kann ich die verkaufen? Ausblenden. Info. Wo kann man Dinosaurier verkaufen? Ich habe eigentlich vermutet, dass es vielleicht einfach hier von den, ja, von den anderen halt herkommt, so. Wir haben einen Saurier hier, können sie verkaufen. Hier machen wir nochmal. Nochmal Strom, ne? Ich mache jetzt hier mal so ein zentrales Gebäude, wo wir einfach stumpf die ganzen Dinos ausbrüten. Mal hier viel Platz. Nur so ein ganz klein. Also merken, die Dilophosaurus und Velociraptoren mögen sich nicht unbedingt. Nichts kann man all... Jungs, was ist wieder los hier? Oh. Ach, es sind doch nur Pflanzen. Ist doch scheißegal. So, wir wollen... Ja, komm, das passt doch hier schön an der Seite. Drehen wir. Klack. Komm her. Mauer. Soll ja nicht gut aussehen, soll ja nur funktionieren. Komm mal. Gut. Upsala.
Damit wir die Dinos sehen, würde ich da keine Bäume dran bauen. So. Aber ein bisschen Wasser kriegen sie. Werden ja nicht lange da verweilen. So. Dino kann freigelassen werden. Jawohl. Überspringen. Man kann. Wo haben wir jetzt keinen Strom? Ach ja. Da hinten. Ja, habe ich vergessen. Gebe ich gerne zu. Von da hinten oder bauen wir einfach ein neues Kraftwerk? Ach komm. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Bauen wir einfach hier ein neues hin. Das haben wir. So, ein bisschen stylisch bauen. Bisschen schräg. Yeah. Gute Entscheidung, diesen Auftrag anzunehmen. Das haben Sie bewiesen. Danke. Danke. Bitte. So. So. Damit man die hässlichen Gebäude nicht so sieht. Bäume. So, was es hier schon mal gibt. Nicht Brutkasten. Erfolgsrate. Und wir machen Ausbrüttempo auch nochmal rein. So. Immer noch kein Strom? Ach ja, weil der noch nicht fertig ist. Okay. Oder muss der noch ans Standardnetz dran? Ich weiß es gerade nicht. Und ja. Okay, 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 okay. So. Puh. Haben wir mal Fossilien wieder? Oder habe ich keine losgeschickt? Ich habe keine losgeschickt. So, wir machen jetzt einfach mal den Bilofo. Ach, hier haben wir so ein bisschen Mischmasch. Machen wir das. Hm. Warum sind die Lofos? Warum kann ich die nicht verkaufen? Die kann ich verkaufen. Ich gucke schon, glaube ich, zum dritten Mal in dieses scheiß Menü. Ich finde einfach diesen Punkt zum Verkaufen nicht. Wo könnte er denn noch sein? Auftragsinformationen gab es ja keine. Hm? So, ja, stimmt. Styracosaurus. Weiß nicht, aber sieht cool aus. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Verhelfen Sie einem Dinosaurier zu 2 Kampfsiegen. Okay. Also braucht man eine Arena. Gut, dann haben wir jetzt hier. Dann hätte ich das auch gleich mit der Arena bauen können. Scheiße. So, alles Murks. Scheiße. Geld ausgegeben umsonst. Wir bauen das anders. Wir bauen das anders. Wir haben ja Geld daran. Ja, weg damit. Daran soll es nicht liegen. Money, money, money. So, dann gibt man das Gebäude. Dann würde ich das hier hinten bauen. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das anders. Dann wird das doch mit dem Platz eng. So, na komm schon. Klack. Nummer 1. Nummer 2. Ah, kriegen wir keine 3 ran? Ah, ist auch Mist. Position abgeschlossen, jawohl. Hm.
Ja gut, dann wären es doch eben nur zwei. So, wir wollen dann nochmal Beobachtungssachen einbauen. Ich würde sagen... Irgendwie passt mir das alles hier gerade nicht. Vom Platz her. Das passt mir... Oh, das ist doch alles eng. Schitte, schitte, schitte. Hm. Ja, Wege sind nicht verbunden. Wir nutzen erstmal. Wir nehmen erstmal die teuren. Leichter Zaun. Schwerer Zaun. So. Und ich hab's falsch rumgebaut. Ich hab's zweimal falsch rumgebaut. Ich. So kann man Geld vernichten. So. Nochmal. Ja, so rum. Na, weil das Gehege muss da ja raus. Jetzt überlege, können wir das hier nicht so... Wir machen es so. Nee, geht auch nicht. Wir müssen ja... Ich will die Leute zuschauen lassen. So. Dann nochmal. Genau. Dann wird es halt eine schmale Arena. So. Sie wird auch nicht ganz gerade. Ich hau die jetzt einfach irgendwie hin, die Gebäude. Ich weiß nicht, ob die so passen, wie ich es mir denke. Aber ich denke mal, das wird schon irgendwie klappen. So... Hier kriegen wir jetzt nur einen hin. Ist ja egal. Das ist halt nur einer. So. Dann baut mal fleißig. Das kostet gleich richtig schön Asche. Ja. Was denn nun los? Ja, Wege nicht verbunden. Erstmal will ich... Lass mich doch mal den Zaun verbinden hier. Wo ist denn das? Wo ist denn der Punkt? Ach nee, falsch. Falsch gebaut. Düm, düm, düm. Abmachen. Ja. Ach ja, wenn's alles einfach wäre, könnte's ja jeder. Zack. Ja, mach doch dran. Wie verbaut. No, Mann, no, Mann. Haben wir. Entschuldigung. Muss man, glaube ich, gleich was trinken. So. So, müsste dicht sein. Forschung ist abgeschlossen, wunderbar. Nein, nicht abreißen. Wir wollen Bäume rausschmeißen. Zack, 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 zack. So. Ich würde sagen, in der Mitte ein bisschen Wasser. So. Dann fangen wir mal an mit den Wegen. Auch das mache ich jetzt nicht ordentlich, weil wir wollen ja eh bald weg von der Insel. Ich zumindest. So, können wir das noch weiter... Ja, machen wir irgendwie da dran. Speedpark bauen. Zack, zack, zack. Wieso geht das nicht? Ach, da ist noch Restzaun von dem anderen Gelände noch. Weg damit. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber na gut. So ist das mal. Man kann ja manchmal nicht alles, man kann nicht immer alles planen. So. Haben wir. Ja, ich weiß, kein Strom. Wir haben doch hier ein tolles Kraftwerk. Dann brauchen wir die hübschen Dinger hier. Und die habe ich natürlich so toll gebaut, dass wir quasi vielleicht mehrere von brauchen. Zack.
Reicht das nicht oder habe ich was verpasst? Ne, ist alles drin. Ach, hier ist die hier fehlt die Verbindung. So, tada. Wir haben Strom. Dann will ich hier gerne noch die Verbesserung haben. Du hast dann auch nochmal Strom. Ist mir aber Wurst. Nee, wir dienen so nur gar nicht. Erstmal hier verbessern. Zack. Zack. So. Sturm nähert sich. Ey, nee. Ich will keinen Sturm. Ich will keinen Sturm. So. Und dann hatten wir noch hier zwei Velociraptoren. Nee, haben wir schon rausgeschmissen? Dino-Übersicht. Alle vier sind da. So. Ja, beschriften tue ich die jetzt nicht. Sturmwarnung. Ja, dann machen wir hier alles auf. So, dann hat irgendwer Hunger? Aufgabe hinzufügen. Oh ja. Was wir auch noch machen werden, ich werde hier einmal für Pflanzenfresser mal einen Busch hinpacken und für die Fleischfresser kriegen wir mal ein bisschen. Ne, komm, ich stehe auf die Ziegen. Ich finde die Ziegen toll. Zack. So. Das haben wir. Und dann müssen wir aufpassen, dass jetzt natürlich aber keiner ausbüchst. So, hier können wir nochmal die Ankylosaurus ausbrüten. 1 und 2. Dann haben wir nämlich die eine Hauptmission auch fertig. Lassen Sie... Warte. Aufgabe hinzufügen. Ich höre doch hier irgendwo klopfen. Sind die Raptoren wieder, ne? Ja, die mögen den Sturm wahrscheinlich nicht. Hm. Ja. Bestätige Anfrage für Aber hopp. Ja, ist nämlich wieder im Arsch. Scheiße. ACU. Lege weitere Aufgabe fest. Ja, mir fällt jetzt schon dein Name ein. Für Ihre eigene Sicherheit zum nächsten Schutzraum. Willi hatten wir. Jetzt sind wir nicht Walter. Walter, der Ausbrechungskünstler. Und wen haben wir da noch? Nikita. Nikita auch. Kommt auf die Liste. Ach. Regina. Alle hauen sie jetzt ab. Kannst du mal, hast du das Gehege repariert, ja? Danke. So. Der ist erstmal beschäftigt. Haben wir schon einen betäubt? Walter ist betäubt. Anfrage zur Produktabholung erhalten. So, ich glaube, der nächste ist auch betäubt. Nikita, ab wieder ins Gehege. Unterwegs, um Produkt abzuholen. So, ACU, Mann. Nicht wegfliegen. Wir haben noch Regina. Gott sei Dank war der Sturm. Jetzt wurden keine Menschen gefressen.
Also die Raptoren sind schon echt, das sind die ersten, die gleich immer abhauen. Produkt unterwegs. Ja, habt ihr? Produkttransport im Gange. Ja, wo ist jetzt Regina? Weil Regina hat man noch gar nicht ausgewählt. Mal abbrechen. Regina liegt da nämlich mitten im Nirgendwo. Kriege ich jetzt meinen verdammten Helikopter wieder? Geht doch. Kein Ziel, kein Ziel. Produkt wird eingesammelt. Mann, oh Mann. Und dann können die aufschließen. Produkttransport beendet. Puh. Ich verstehe dann immer noch nicht mit den Dilophosaurier. Warum die. Habe ich nicht auf alle aufmachen geklickt? So, geht doch. Wie geht's denn die Dilophosaurier überhaupt hier? Bestand? Boah, alles okay. Okay. So, wir hatten jetzt hier hinten Ankylosaurier. Wo waren die denn? Bam, 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 bam. Hatte ich nicht irgendwie gemacht? Doch hier. Ei lassen. Oh, ist doch ein bisschen größer, als ich dachte. Da, da, da. Was hat der für eine Schuppen? Also, der hätte eine bewegliche. Oh. Wir müssen die Zahlen verbessern. Ihnen geben, was Sie wollen. Kein Strom. Quantität und Qualität. Wer ist denn jetzt schon? Vor allem Quantität. Willst du mich jetzt verarschen? Ich habe ein Problem. Das Stromnetz der Insel ist außer Betrieb. Jetzt gilt's. Okay. Wir aktivieren das Notfallprotokoll und sorgen für die Sicherheit der Gäste. Oh. Verstanden? Hoffentlich. Lambert hier. Sieht so aus, als wäre die Krise Menschenwerk. Sabotage? Offenbar. Fällt Ihnen jemand ein? Feinde, Rivalen, Neider. Die Liste ist endlos. Allerdings. Ich schau mal, was ich finde. Lambert Ende. Wer hat das Licht ausgeschaltet? Ist ja wie im ersten Film. Der hat der Vetter ja eine Abkürzung zum Hafen nehmen wollen und hat ja auch das ganze Stromnetz ausgestellt und die mussten, Samuel Jackson musste erstmal einen Neustart machen, was nicht so leicht war. Ja, das hier ist ein Ankylosaurus. Stark, gepanzert und mit einem Schwanz wie eine mächtige Keule. Selbst in der Kreidezeit konnte ein stumpfes Objekt manchmal effektiver sein als ein scharfes. Ja, das Problem, was ich jetzt nur habe, ist, ich kann den nicht rausfliegen. Und betäuben. Die sind genauso groß wie so ein Triceratops. Cool. Ach Mann. Ich habe echt Angst, dass die Raptoren jetzt wieder die Situation ausnutzen und abhauen. Bisher sind sie echt ruhig, nur weil der halbe Zaun noch unter Strom steht. Ach, da ist auch wieder was kaputt. Aber dieser scheiß Ranger-Posten funktioniert nicht. Fahrt wieder die Scheiße hoch. Stromausfälle sorgen von Zeit zu Zeit für eine reduzierte Leistung aufgewerteter Kraftwerke. Sabotage kann Kraftwerke lahmlegen und dazu führen, dass Gehegetore für einen gewissen Zeitraum geöffnet werden. Na toll. Wählen Sie mit R eine Ranger-Station aus und ordnen Sie einen Neustartauftrag an, um die Funktionalität des Gebäudes. Ja, kann ich nicht, weil die haben selbst keinen Strom und dann funktionieren. Er ist doch Assi-Kacke, Mann. Entschuldigung. Aber echt, wenn das Gebäude der Ranger keinen Strom hat, dann können die Ranger nicht rausfahren? Hallo? Aber Fahrzeug lenken kann ich. Dann muss ich das selber machen, okay.
Ja, so gut, das geht. Na gut, dann muss ich es selber machen. So, dann haben wir doch da was. Zack. So, muss ich da jetzt irgendwie drauf drücken? Ja, und Neustart. Neustart im Gange. Scheiße, muss ich echt die ganzen Dinge abfahren? Wer baut denn hier solche Straßen, verdammt? Wo war denn das nächste? Ich habe das schon vergessen. Immer aus dem Weg hier. Ich brauche Strom, Strom, Strom. Da hinten. Tut. Es geht hier um Leben und Strom. Neustart im Gange. Und weiter geht's. Fahre ich hier richtig? Ja. Ist auch ein Stromding. Links und Bums. Oder läuft der? Ist ja gar nichts los. Aha. Kein Sprit mehr? Was ist los, Junge? Geht doch, okay. Und Neustart. Steuerung übernommen. Das System wurde neu gestartet und die Kraftwerke funktionieren wieder. Yippie! Kann man Gegensabotage machen? Kann man sich bei den Hippies oder Tierrechtler oder Dinosaurierrechtler irgendwie, ja, einen Spion reinschicken, um die aufzudecken? So, jetzt können auch die Ranger wieder arbeiten. Hervorragend. So, einmal Fleisch bitte. Und hier, ne, reparieren. Kein Problem. Ganz wichtig. Ganz wichtig, reparieren. So, jetzt bin ich komplett abgelenkt worden. Wir müssen doch hier einen Kampf ausführen. Und wir müssen doch sowieso ein Keratosaurus mit starke Heilmodifikation freilassen. Das heißt, wir lassen ein Keratosaurus. Zack. Den Gen modifizieren wir mal. Was haben wir hier? Safari. Gen verwenden. Zack. Wollte ich hier eben mal sehen. So, starke Heilfaktor. Starke Heilung. Gen verwenden. Zack. Dann haben wir unser Produkt fertig. Gen anwenden. Ich weiß gar nicht, ob man mehr als ein Gen machen kann, aber geht wohl. So. Was ist denn jetzt los? Wie Sie sich vorstellen können, haben wir viele Feinde. Leute, Firmen, Organisationen. Sie schrecken vor nichts zurück, um an unser Wissen und unsere Technologie zu kommen. Wissen Sie, nicht jeder mag mich. Manche sagen, ich wäre kalt und humorlos. Aber die wissen nicht, was ich weiß. Was Dr. Wu weiß, interessiert mich nicht. Aber was er mit diesem Wissen vorhat, das bereitet mir Sorgen. Gut, so. Ich überlege gerade, ob wir jetzt einen Cut machen oder ob wir das nochmal hier zu Ende machen. Auf dieser Insel. Ich glaube, wir machen das nochmal schnell. Da wird das Video jetzt ein bisschen länger. Ist es eh schon. Ich will nochmal einen Kampf machen lassen. Unser einer Kollege muss ja zwei Kämpfe gewinnen. Und ich finde, es ist nur fair, wenn er gegen andere starke Fleischfresser kämpfen muss. Dann kommt gleich ein Keratosaurus gegen zwei Fake-Rexe. Dauert noch ein Momentchen. So, Strom. Nee, ich wollte auf den Verbrauch. Noch 19, okay. Das Coole ist, die werden davon nichts mitkriegen.
Weil wir sind hier so weit ab vom Schuss. Ja, gut. Das sollte aber nicht mal allzu lange dauern. Ankylo wollten wir nochmal betäuben. Und der Chicken mit der Post. So. Was haben wir denn hier? Lisa, Isaac, Tritz. Ich habe einen unbenannten. Aufgabe erhalten. ANK, und das war's. Nur ein. Ich hab zwei gebaut. Nee, ich habe echt nur einen gebaut. Nee, da ist der zweite. Aufgabe hinzufügen. Bestätige Aufgabe. Danke. So, Dino kann freigelassen werden. Nee, der war es nicht. Gut, die anderen können mich erstmal. Ach, die können auch schon raus. Komm. So. Lebt euch mal ein, ihr Draco-Rex. So, Dino 1 ist betäubt. Das heißt, Transport. Und ja, dann kommt ihr hier hin und dann gibt es hier halt nur nochmal Fleischfresser. Fleischfresser, Pflanzenfresser. Unterwegs, zack, um Produkt abzuholen. Jawohl. Dann kriegt ihr eine Ziege. Ja, sicher. Eine Ziege ist genau das, was ihr wollt. Dann kommen hier die Dilophosaurier rein und da hinten halt, ja. Die Ankylosaurier. Keine Zuschauer, aber sobald hier die Kollegen fertig sind, geht es los. Ja, wir haben einen Dracorex. Juhu. Ich hoffe nur, oh, eine Ziege. Also kämpft der Keratosaurus gleich gegen eine Ziege. Zwei Ziegen sehe ich schon. Da und da hinten. Zwei Ziegen und... Ja, irgendwo gibt es gerade kein Futter, ja. Ist ganz wichtig. So, Ranger. Aufgabe hinzufügen. Alter, wenn diese Insel schon so stressig ist. Bestätige Nachschubanfrage für was wird's denn erst. Nee, ist Fleisch, okay. Was wird's denn erst auf der anderen Insel? Also. Expedition. So. Dinosaurier kann freigelassen werden. Ein genmodifizierter Keratosaurus. Auf in den Kampf. Mit Savannenmuster. Alles neu, hatte ich noch gar nicht. Da, 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 da. Und da rennt sogar die Ziege weg. Jawohl. Du hast Hunger? Da sind so zwei Dracorexe, die mögen dich. So. Ich hätte das selbst nicht besser machen können. Danke. Bitte. Den nennen wir auch gleich mal Killer. Der ist auch schon mal angepisst. Es gibt keinen Wald. Nein, wir hätten keine Ziegen bauen sollen. Wir hätten keine Ziegen bauen sollen. Nimm dir lieber einen leckeren Dracorex. Nimm dir einen Dracorex. Ja, los, lauf! Los, sei ein... Ja. Sei ein braver Killer. Los. Ja. Lauf, Killer, lauf. Warum kann ich nicht näher ranzoomen? Lauf. Na, oh, schon wieder... Killer, such dir doch mal Feinde in deiner Größe. Haben wir nicht, ich weiß. Aber wir müssen diese Ziegen ausbauen, glaube ich. Ja. So. Na los. Das dauert mir zu lange. Hier, machen wir von denen, die sind auch billig. Eins. Zwei. Und die gehen schnell. So. Draco Rex gegen Keratosaurus. Ui.
Das zählt nicht als Kampf? Okay. Gut, dann können wir die noch abbrechen. Also nein. Ist aber kein Problem. Dann gibt's jetzt noch mal ein Ankylo. Dinosaurier kann freigelassen werden. Frisst er die gar nicht auf? Oh, du bist mir ja einer. Liebe Gäste, wir sind hocherfreut, einen Strutio Minus im Der ist auch erfreut. Juhu, Gehege, Wasser und ein Keratosaurus. Nein! Ich muss laufen. Nein, da liegt ein toter Rex. Ich will raus. Liebe Gäste, wir sind hocherfreut, einen Strutio Minus im Park bekommen. Ich finde das echt Verschwendung, ne? Muss ich mal sagen. Er fühlt sich nicht geborgen. Ihm fehlt ein bisschen Wald. Ja gut, komm. Dann kriegst du so ein bisschen Wald. Aber nur so ein bisschen. Mehr geht nicht. Dauert natürlich länger. Oh, hätte ich das gewusst. So, ein bisschen Wald ist da. Er fühlt sich gleich geborgener. Vom vielen Fressen muss er halt... Oh, nee. Es dauert alles so lange. Och, aussondern. Ja, komm, den hatten wir auch noch nicht. Vom Einkampf wollen wir wenigstens noch sehen. Ein Fight. Der lebt noch? Wenn Sie jemals ein Umfeld schaffen wollen, in dem die Tiere Ihnen vertrauen können, dann müssen Sie akzeptieren, was passiert, wenn Sie sie freilassen und sie ihren Trieben nachgehen. Ja, da soll... Auch wenn sie dann zu töten beginnen. Der soll mir nicht vertrauen. Ja, und Grady. Der soll töten. Wir wollen hier irgendwie meiste Kampfsieger haben. Ich weiß nicht. Der muss einfach, glaube ich, stärkere Gegner haben, weil die anderen mit Einhams weg sind. Da habe ich, glaube ich, einfach den falschen Saurier ausgewählt. Mit Velociraptor wären wir wahrscheinlich schon fertig gewesen. Ja, weil es ist ja kein Kampf. Der beißt da einmal rein. Yam yam und weg ist es. So. Dann bauen wir dazu sicherheitshalber schon mal den Triceratops aus. Oder nochmal ein Ankylo. Der war ja auch nicht klein. Also einen Kampf will ich hier nochmal erbieten hier. Wenn ich schon überziehe. Leichenfledderer. Killer. Dim, 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 dim. Dinosaurier kann freigelassen werden. Ja, dann mal raus mit dir. Upsala. Ein neuer Saurier. Den hatten wir auch noch nicht. Kleine spitzen Stacheln. Ach ja, das ist der mit den Schulterstacheln. Mit den langen. Da bin ich mal gespannt, was der Keratosaurus macht. Ja. Feiner, kleiner. Und da läuft er. Da läuft er. Verdien dir deinen Namen. Geborgenheit 96. Wo ist jetzt Killer? Killer! Hier ist Essen. Nee, du hast keinen Hunger, ich weiß, aber... Ah. Da kommt der Killer. Heimtückisch beim Fressen. Na komm. Er hat ihn registriert. Fängt jetzt der erste Fight an. Ah, er geht da schon langsam in die Richtung. Er macht eine Abwehrhaltung. Der Schwanzwedel von diesem komischen, unaussprechlichen Dinosaurier. Was machen die? Ah, jetzt geht's in Angriffsmodus. Und der erste Kampf. Ein Schnaps. Alter, 45 Gesundheit.
Er hat gut zugelangt, aber er ist fast hin. Na komm, Kleiner. Komm, Kleiner, zeig, was du kannst. Ja, ein Haps, komm, einmal nochmal hauen. Zweimal eigentlich noch. Könntest du es schaffen? Du könntest es schaffen. So, mit so einer Einstellung hier, defensiv wirst du es nicht bringen. Du musst aggressiv kämpfen, Pflanzenfresser. Los, für die Veganer. Oh nein. Der hat gesessen. Der Keratosaurus ist einfach zu heftig. Und da hat er ihn zu Boden gebracht. Und das Genick gebrochen. Ja. Und man hat es noch knacken gehört. Jawohl. Killer. Runde 1. Gewonnen. Ey, warum kriege ich... Ja, Hammer. So, Runde 1 geht an den Killer. Er wird gerade geheilt. Puh. Jetzt noch ein Triceratops. Jetzt noch ein Triceratops raus. Nee, hatten wir keinen. Ah, ist noch nicht fertig. Ah, ist ein Ankylo. Wir hätten noch ein Ankylo gemacht. Der hat 10% Lebensfähigkeit, okay? Raus! Wird der Ankylosaurus den Keratosaurus töten? Ich hoffe nicht, weil dann habe ich die Mission verkackt. Ich würde es dir gönnen, Ankylosaurus. Also, ich habe ein Gehege, da sind noch zwei andere. Hm? Kannst du dir aussuchen. Du musst dir auch den Namen verdienen. So, Ankylosaurus, ganz langsam. Mit einer mega Keule am Schwanz. Aber er hat auch so gepanzerten Rücken, oder wirkt es einfach so? Ist das Chitinpanzer? Ich weiß es nicht. An Rand sind Stacheln. Ich weiß auch nicht, was die machen sollen hier am Rand. Stacheln immer oben drauf. So. Wo ist Killer? Killer ist nicht am Wasser. Oh, Killer weiß schon. Ah, Killer hat ihn schon gesehen. Wie sieht es mit Killer aus? Gesundheit 74%. Killer, du hättest mal ein bisschen mehr essen sollen. Ja, er wartet. Und der Ankylosaurus hat es nicht eilig. Langsam geht er Richtung Ziel. Ja, er wartet. Ja. Killer wirkt gerade nicht so angriffslustig. Aber er geht trotzdem in Angriffsformation. Gesundheit 77%, 78% erhält sich. Ankylosaurus. Doch, gechillt, ne? Jetzt im Angriffsmodus. Ich kann nicht weiter reinzoomen. Und der erste Treffer saß. 68% hat er noch. Zack, und voll in die Fresse. Aber nicht viel Schaden gemacht. Killer steht noch. Killer steht noch. Der Schwanz wedelt wieder. Der Ankylosaurus. Ja. Killer versucht ihn zu beeindrucken. Aber der Ankylosaurus bleibt cool. Er bleibt cool. Er sucht den passenden Moment zum Kontern oder zum Angriff. Er sieht sehr konzentriert aus. Und, ah, da hat er versagt. Was? Diese Gelegenheit ist gut und könnte der Unterhaltung... Du, wir sind hier mitten im Kampf und du laberst mich hier einfach voll. Isaac, geh nach Hause. Wenn du mir noch einmal das machst, dann feuer ich dich. Und zack, wieder in die Fresse. 42%. Beide sind verwundet. Ah, 42% zu 46%. Ankylosaurus immer noch konzentriert. Killer weiß nicht, wie er reagieren soll, glaube ich. Der hat jetzt gerade mal nicht so eine große Klappe. Leicht verwundet, man sieht's, er blutet. Und da kriegt er noch einen. Scheiße. 24%. Ja, Killer, das musst du jetzt bringen. Bring was. Ich verkack die Mission wegen dir, Killer. Ankylosaurus, bleibt locker. Bleibt locker. Ja, jetzt hat er ein großes Mundwerk. Was macht er? Der dreht sich um. Ankylo, was machst du? Killer, was machst du denn? Streift umher? Wollt ihr mich verarschen? Ey, wir seid in einem Match. Um Leben und Tod. Ja, also. Ankylo geht wieder in Angriffsposition. Killer macht das Maul auf. Oh. Oh, oh. Jetzt gibt's aber Ärger. So laut haben wir noch nicht gehört. Und... Eieiei. 9%. Keratosaurus. Eieieiei. Der Ankylo nimmt's ganz normal. Der ist irgendwie relaxed. Der hat's gut ins Spiel gefunden. Der hat's gut im Spiel gefunden. Der wartet auf sein Final. Und da kommt er! Scheiße! Mission verkackt. 1% hat er doch noch. Und da gibt's gleich den nächsten. Zack, voll in die Fresse. Ankylosaurus, du hast dir einen Namen verdient. Ich nenne dich Luke.
Luke Skywalker. Auftrag als erledigt markiert. Zack. Großartige Arbeit. Tja, du hast es hier verdient, aus dem Tal der Toten befreit zu werden. Gut, ich habe jetzt leider überzogen, doppelt so lang wie normal. Wir hatten jetzt einen spannenden Fight, also ich fand den wirklich gerade, den zweiten, den fand ich echt spannend. Hätte ich doch Killer noch ein bisschen ausruhen lassen, dann hätte Killer doch vielleicht den Ankylosaurus besiegen können. Aber so hatte Ankylosaurus Luke, hat den Killer besiegt. Ja, scheiße, Mission verkackt, weil meiste Kampfsieger, ja, er hat nur einen. Eigentlich müssten wir jetzt den Ankylosaurus hochheilen und gegen andere antreten lassen. Ich glaube, das werde ich auch machen. Aber das werdet ihr nicht mehr zu Gesicht bekommen, denn ich schalte euch das nächste Mal dazu, wenn wir auf der anderen Insel sind. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da. Bitte für Luke. Sowieso. Ich finde, Luke hat sich ein Abo verdient. Er hat sehr gut gekämpft. Ich habe echt gedacht, er hatte keine Chance. Ich dachte eigentlich, der Keratosaurus macht ihn noch fertig. Aber nein, der super gute Keratosaurus hat versagt. Wie gesagt, lasst ein Abo da, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!